In Spanien haben sich König Felipe und Ehefrau Letizia sowie das gesamte spanische Kabinett einem Coronavirus-Test unterzogen. Grund für die Vorsichtsmaßnahme ist die Ansteckung der Gleichstellungsministerin Irene Montero, die positiv auf das Virus getestet wurde. Vizeregierungschef Pablo Iglesias, Monteros Lebensgefährte, ist nach Regierungsangaben bereits in Quarantäne. Den beiden geht es demnach gut. Nun wurden alle Kabinettsmitglieder getestet. Regierungssitzungen sollen bis auf weiteres per Videoschalte durchgeführt werden. Das Königspaar machte den Coronavirus-Test, weil Letizia am vergangenen Freitag gemeinsam mit der Gleichstellungsministerin an einer offiziellen Veranstaltung teilnahm. Darüber hinaus wurden mindestens zwei weitere Abgeordnete positiv auf das Virus getestet, was beide Kammern des Parlaments dazu veranlasste, die Plenarsitzung zumindest für diese Woche auszusetzen. In Spanien sind offiziellen Angaben zufolge fast 3000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 84 Menschen sind bereits gestorben. Die spanische Regierung kündigte am Donnerstag Wirtschaftshilfen in Höhe von 14 Milliarden Euro an. Ab kommenden Montag soll zudem der Unterricht in den Schulen und Universitäten des Landes ausgesetzt werden. Ebenfalls stark betroffen ist der Sport. In den beiden obersten Fußballligen wurde der Spielbetrieb bis April ausgesetzt.